In einem anderen Video habe ich bereits die ährige Teufelskralle, auch Rapunzel genannt, vorgestellt, in einem jüngeren Stadium. Hier ist sie nun in der Blüte, also es geht hier um diese Pflanze. Wie bereits im anderen Video gesagt, die ganze Pflanze ist essbar, eine richtig leckere Pflanze. Sowohl die Blätter hier an der Basis, die so ein bisschen herzförmig gezahnt sind und oft diesen dunklen Punkt haben, aber nicht immer. Weiter oben haben wir dann Blätter. Mal sehen, ob wir es scharf bekommen. Ja, weiter oben hier haben wir Blätter, die sind dann nur noch so lang gezogen, auch so unregelmäßig gesägt. Und zu oberst haben wir dann die Blüte. Hier wird klar, warum die ährige Teufelskralle heißt. Also einerseits hat es hier so krallenartige Blüten, andererseits ist das hier eine richtige Ähre, wie bei einem Getreide. Richtig schön auffällig mit den weißen bis beigen Farben. Und die Blüte, die kann man jetzt, was haben wir, Mitte Mai, 15. Mai, die kann man ebenfalls essen. Die hat einen leckeren Geschmack, so leicht salatartig bis so süß-Mais, wie diese eingelegten Maiskölbchen. So schmeckt das, also richtig lecker. Kann man, da das auch in einer gewissen Höhe wächst, problemlos direkt mal im Wald reinbeißen und hier den Geschmack erfahren. Ja, das wollte ich noch kurz zeigen. Die Ähre der ährigen Teufelskralle, die hier richtig lecker ist. Wächst gerne auf kalkhaltigen Standorten, gerne an Wegrändern. Lohnt es sich hier zusammen zum Frischknabbern oder auch in den Salat zu verarbeiten. Später, wenn die Ähre dann in der Samenreife ist, kann man auch die Samen essen. Aber der Spindel in der Mitte ist dann recht zäh, ebenso wie bei einem Maiskolben. Aber man kann die zarten Teile außenrum abnagen. Ja, das nur kurz hier zur ährigen Teufelskralle. Je nach Region Mitte Mai bis Anfang Juni in der Blüte zu finden.